So, na dann hoffen wir, dass wir unser Bayern zurückkämpfen. Wir haben noch nicht unseren guten rot-weißen Teller gezogen. Ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Ja, wir haben schon viele Karten noch nicht gezogen. Aber wir haben unseren Vierdrop. Ja, der ist auf jeden Fall am Start. Also da geht nichts schief. Gut, dass der da ist. Hätte er vielleicht doch in so einem Offering im Mendix sein können? Aber. Schon. Oh, okay. Schon gute Karte. Gibt viele, gerade auch je älter, also wenn je diverser die Sets werden, da findet man immer irgendwie Artefakte oder Enchantments. Aber jetzt in diesem Moment ist der Lagak. Also, der Gang ist Ja. fantastisch, kann man nicht sagen. War eine der besseren Karten in unserem Deck. Solange jetzt hier nicht minus 3 kommt oder so. Ja, Hennys Expertise. Und weg. Unsere beiden Kreaturen. Bitte nicht. Oh. Aber dann nehmen wir den Kami oder nehmen wir die Eruption dafür? Der Kami macht schon Druck noch mit hinterher, ne? Ja, wenn wir nächste Runde ein Land ziehen, können wir nochmal Damage machen. Ich glaube, wir nehmen die. Gone. Damage. Ziehen wir eine Karte? Kommt drauf an, was er macht. Wenn er nichts macht, geht er einfach den Engel legen. 3-6. Na, dann ziehen wir wahrscheinlich die Karte. Ich denke auch. Aber es sieht nicht so schlecht aus. Mehr Fleisch. Und ist gut. So. Jetzt ist die Frage, ob wir den exilen. Und einfach reintreten. Einfach Engel legen ist auch einfach zu stark, oder? Aber Engel, vielleicht will man Engel erst später legen. Obwohl wir nicht zu 8-mal, also 4 Weißen kommen. Na, ich glaube, man will den Engel auch jetzt nicht legen, weil wenn er Removal hat, hat er bis jetzt noch keinen Grund, das zu spielen, weil er immer eine bessere Kreatur auf der Hand hatte, als das Greifen Removal zu spielen. wir dann nur mit dem an? Also, du willst jetzt Judgment auf Hystrix spielen und dann. Genau, also das auf den und dann. Warum greift der das Element nicht an, weil der einfach gefressen wird? Na, die tauschen halt. Der ist schon ein bisschen schlechter als der. Und mit Lagak kriegen wir ihn auch in Fight with Fire Range. Ach so, ja. Also, ja. Nicht, dass ich davor jetzt Angst hätte, dass es das nicht so passiert, aber. Wahrscheinlich willst du wirklich nur mit dem Lagerkleiner dafür. Die nächste Kreatur, die erlegt wird, auch mit dem Kami tauschen. Es sei denn, es ist nochmal irgendwie so 3-6 oder 1-7. Wir haben ja gut für ihre Removal für alles. Ja. Wäre auch gut gegen Flieger gewesen. Muss er nicht eine Insel auf der nehmen? Untapped Island, ja. Oh, wow. Was Diese Plays. für eine Combo. Gleich mal weg da. Ja. Sick. Also, Wir dachten schon, er hat die Karte nicht richtig gelesen. was für ein Noob, aber nein, er hat uns einfach in die Schule gebracht. Jetzt Mindrot. Okay. Jetzt Engel. Er kann ihn nicht aktivieren, aber wir wollen jetzt auch nicht den Lagak einfach so einen Friedhof schicken, wenn wir den Indestructible machen können. Wehe, der überlebt nicht. Da sind wir alle sehr traurig. Dann brauchen wir eben noch zwei Länder, um mit Fight with Fire ins Gesicht zu gewinnen. Ja. Oder eine Bochus-Garnison. Yay! So, hier würde ich das noch nicht bauen. Hatten wir irgendwas? Nee, ne. Naja, nur Fettis gelegt irgendwie.
Vielleicht will man das Automaton über Goblin Assault spielen? Gegen so eine Dex? Return another target creature. Dass man seine Kreaturen als Blocker die ganze Zeit bouncen kann? Goblin Assault gegen 4-4er, 4-4er, 5-4er, 3-6er. Also du sagst, Goblin Assault ist scheiße, ja? Na, ich würde nicht sagen, Goblin Assault ist scheiße, aber wenn wir die Tepper nicht daneben legen, dann hat es bis jetzt noch nicht so viel gemacht, ja. Aber die Tepper so sind auch schon gut. Wir haben ja keine Tepper in unserem Deck. Bestimmt. What? Was ist das denn? Tepper? Seid ihr real? Bis jetzt haben wir eine schwarze Karte gesehen von ihm? Na, grün-schwarz haben wir gesehen. Den 3-3er und den 4-4er. Ja. Oh, es kann auch immer alles passieren. Ich könnte 2-2 Flashbear haben. Greifen wir jetzt an? Ja. Kann schon nichts schief gehen. Was soll passieren? Ja. Er hat schon auf 6 gedrückt. Ja, das ist so ein bisschen, was mich an Leaks stört. Aber es ist wahrscheinlich so eine allgemeine Meinung, dass du nicht professionell in Anführungszeichen jetzt alles dir merken kannst, was für Kombo-Tricks und weiß ich was im Draft sind, dass du gegen irgendwas drum rumspielen kannst, geht hier bei dieser League nicht, weil da kann jede Karte aus Magic irgendwo rauskommen, da kannst du nicht so gegen spielen. Aber dann wiederum würdest du die ganze Zeit 50 Minuten warten auf deine Gegner. Ja. Also ich finde, das ist ein fairer Tausch. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber was soll man machen? Ich finde, früher haben die das so gemacht, dass es einmal eine League gab und einmal noch so ein Single-Elimination-Draft als Auswahl für die Leute, die es wissen wollen. Ja. Das fand ich gut, dass man sich da entscheiden konnte. Mittlerweile gibt es das ja auch nicht mehr. Ja, der Kami schießt den noch. Ja, ich überlege, ob man erstmal das Vorelementar spielt. Aber das ist, glaube ich, cooler. Wenn wir jetzt noch ein Land ziehen, können wir irgendwie tappen und dispieren. Und jetzt Schaden durchzudrücken, den wir for free sehen, also wenn der Gegner ausgetappt ist, ist mit 4 Direktschaden auf der Hand wahrscheinlich auch nochmal wichtiger als nur Elemente zu nehmen. Ja. Jetzt kann zu viel kommen. Wobei Tappen natürlich auch mit 5-Drop. Naja, aber also das ist schon okay. Kommt Bounty. Hier, dieses 6-Mana-Ding, was eine Karte zieht. Was so viele Karten zieht. Oder dieser 6-Mana-1-1er. Ja. Der dann 6-6 wird. Counter the creature's spell, draw that many cards. Wäre gut. Wie viele Wizards kommen da noch? Na, er hatte eine Menge plus 1 plus 1 Interaktion, oder? Er hat den schwarz-grünen Mann gemacht, der irgendwie die Marken mehr legt, der die Kavallerie im Friedhof. Die mit Marken ins Spiel kommen würde. Oh. Yes. Ich meine, wir könnten theoretisch das machen. Wir können ja erstmal Pillage machen, den Champion discarden. Gucken, was kommt. Weil wenn wir jetzt den Sage tappen und mit dem Lizard reingehen, haben wir mit Eruption schon mal... Oh, guck mal hier. Die tappen sich auch für den Giant. Ach, sie können es nicht doppelt machen. Das wäre ziemlich sweet. Ja. Das heißt, wir tappen jetzt den Sage, oder? Sage und greifen an, würde ich sagen. Und dann geht unser Gegner auf 5. Ja. Er hat die ganze Zeit nichts gemacht. Hat auch nicht mehr viele Handkarten. Jetzt müssen wir noch ein Damage durchdrücken für die Eruption. Und wir können Engel Backup legen. Das ist schon ganz eine Karte. Ist ja die Frage, ob wir jetzt unbedingt Engel legen wollen. Wir können auch den Giant legen. Schon, ne? Ich meine, er hat keinen guten Block. Richtig.
schon wieder F6 gedrückt? Sieht so aus. Tappen wir, bevor er blockt? Anscheinend tun wir das, wenn er F6 drückt. Ja. Geht er auf 1. Was? Achso, der trampelt. Yay! Draft for free. Der nächste Chaos-Draft wartet. Ja, war ein geiles Deck. Kann man nichts gegen sagen. Gegen Boros mal anders. Control Boros, ja. Aber die Karten, also unsere Kartenqualität war schon echt hoch. Ja. In einem Chaos-Draft ist man manchmal Schlechteres gewöhnt. Alright. Da spielt man gerne drei Lagax und ist immer noch zufrieden. Ja, wie der andere Typ. Das war unser Chaos-Draft. Falls ihr Bock habt, ne? Auf dem GP kann man immer Chaos draften. Zum Glück. Da kann man auch noch wirklich genau diese Chaos drafts hier haben mit mal einem Ursas Saga Booster und. Das nicht Teil 2 machen, auch nicht so. Ja. Ja, ich hab die letzte Runde verloren. Oder vor der Top 8 nochmal schnell. Also, wenn die anderen Top 8 spielen, kann man noch Chaos draften. cool. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächstes Mal gibt's Modern KCI. Ist schon. Spannend. Schon gemacht. Das ist wirklich sehr spannend. Macht's gut.